Nachmittag zusammen. Ich freue mich, dass ich den letzten Vortrag hier am Open Cloud Day bestreiten darf. Das Wort Open wird noch ein paar Mal vorkommen jetzt, auch wenn hier vielleicht bei meiner Vorstellung also dreibuchstabige Firmen vorkommen. Ja, die Branche tut sich traditionell sehr schwer, ja, Elektrotechnik und Produktionsautomatisierung. Hier, diese hier. Aber auch da findet man Open-Source-Software und bei IBM gab es öfter auch mal von Kunden den Spruch, ihr seid ja eigentlich mittlerweile OBM, ja, Open Business Machines. Weiß mittlerweile nicht mehr jeder, dass IBM mal Eclipse.org ins Leben gerufen hat. Ja, und die ersten, also die jungen Leute, die ich jetzt im Bachelorstudium habe, die wissen das nicht mehr. Die Älteren hier wissen es noch. Auch Apache-Webserver, solche Dinge. Also offene Technologien waren schon immer ein Thema für mich. Und jetzt als Dozent und neutraler Berater, ja, in den Forschungs- und Dienstleistungstätigkeiten ist das natürlich die Nummer 1 Wahl, Open Source Software. Das ist ein großes Vergnügen mit öffentlichen Pass-Providern und Private Pass, die Open Source sind, zu experimentieren und herumzuprobieren. Und einige von den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, möchte ich heute mit Ihnen anschauen und besprechen im Vortrag. Gehen wir nochmal auf die erste Folie zurück. Da steht Cloud Computing aus der Sicht des Anwendungsarchitekten. Und damit meine ich eigentlich zwei Dinge. Ja. Wir haben heute viel von Infrastrukturen gehört und auch Infrastructure as a Service. Ja. Die Service-Modelle klangen schon an. Und ich verstehe, dass viele von Ihnen entweder Cloud-Provider vertreten. Ja. Wer arbeitet für einen Cloud-Provider? Doch einige. Oder so Administratoren sind oder Infrastrukturen betreiben, auch ein paar. Ja. Wer ist eher in der Anwendungsentwicklung? Doch, gehen auch ein paar Hände hoch, also es ist einigermaßen gleich verteilt. Und ich möchte zwei Fragen anschauen. Einmal, mit welchen Anwendungen kann ich mich in die Cloud trauen, ja? Wenn ich schon Anwendungen habe oder welche neu entwickle? Da will ich ein paar Kriterien Ihnen zeigen. Ich habe einfach in einem studentischen Projekt, in einer Studienarbeit, mal so 10, 12 größere Java-Web-Anwendungen auf verschiedene Clouds deployen lassen und wir haben geschaut, was dabei rauskommt, ja, ob das einfach so funktioniert oder nicht. Worauf man achten muss, ja, welche Pattern vielleicht gut funktionieren, welche APIs gut funktionieren, welche nicht. Das wäre also das erste Thema, was ich anschauen möchte. Und das zweite ist dann, also kann ich mich überhaupt mit der Anwendung in die Cloud trauen? Welche Kriterien habe ich zur Auswahl? Und das zweite ist dann, wenn ich mich entschieden habe, in die Cloud zu gehen, welche Pattern funktionieren, welche Designs funktionieren und welche sind vielleicht nicht ganz so cloud-günstig und cloud-geeignet. Das wären so die zwei übergeordneten Themen. Von der Agenda her werde ich als Stilmittel dann nach einer kurzen Definition auch auf Cloud Computing Patterns zurückgreifen. Die Pattern-Bewegung versucht ja auch Plattformneutralität und Offenheit zu gewähren, eher auf der Design- als auf der Entwicklungsebene. Da werden wir ein bisschen hineinschauen und dann eben die Anwendungsarchitekturen, die dann Cloud geeignet sind, unter dieser kleinen Formel Ideal da gemeinsam anschauen. Zum Start mal die Definition Cloud, die NIST-Definition werden viele von Ihnen kennen, die US-Definition für Cloud Computing. Das ist hier eine vereinfachte Version, die ich hier anbiete, habe ich bei Rackspace in einem Online-Training gefunden. Die Amerikaner mögen ja immer diese sprechenden Abkürzungen. Ja. Und hier, wenn wir das jetzt aufblättern, werden wir gleich sehen, was dann rauskommt. Also das erste ist mal On-Demand, das heißt, der Anspruch ist, wenn ich was als Benutzer beziehen möchte, eine Cloud-Ressource, das kann eine virtuelle Maschine sein, ein Stück Speicher, aber auch ein Middleware, ja, ein Application-Server, sollen die Sachen schon da sein. Ja? Also der Server ist already set up and ready to be deployed. Warum brauche ich das? Ja, das ist erstmal etwas, was hinter den Kulissen passiert, wenn schon vorkonfiguriert ist. Das hilft mir für das Zweite hier, Self-Service. Ja, das haben wir heute mehrfach gehört. Vielleicht so ein definierender Unterschied ganz für mich zwischen einer normalen Web-Anwendung und einer Cloud-Anwendung. Und auch zwischen Virtualisierung und Cloud Computing ist, dass ich das eben als Benutzer, als User mir selbst definiere, was ich haben möchte und das auch sofort bekomme. Ja, das haben wir sehr schön in dem Swiss TXT-Vortrag in der Live-Demo gesehen. Ja, am Beispiel von Apache CloudStack war es da, ja, und Schichten da drauf. Also dieser Self-Service. Ja. Und das geht natürlich nicht ohne das 1 da, On-Demand. 3 ist dann relativ offensichtlich. Ja. Ich will mit den Ressourcen effizient umgehen und nur das, also wenn ich Lastspitzen habe, will ich zusätzliche Ressourcen bekommen, ja, ich will gut skalieren in meiner Anwendung, ich will flexibel sein im Design, ja, manchmal heißt es elastisch, ja, aber elastisch funktioniert hier nicht in der Definition, weil dann die sprechende Abkürzung nicht so gut hinhaut. Das letzte ist nämlich measured, ja, ich will nur das bezahlen, was ich auch beziehe.
Also das heißt, dass einmal der Cloud-Provider mitbekommt, was benutzt wird und dann auch nur das in Rechnung stellt. Und wenn man das dann runterspricht, kommt da eben bei den Amerikanern raus, awesome. Ja, also Cloud Computing ist toll, OSSM. Und für mich funktioniert die Definition deshalb ganz gut, weil man sich ein bisschen aufs Notwendigste reduziert, ja, nur vier Kriterien und eigentlich so sehr gut die, bis aufs Erste vielleicht, die Benutzerrolle der Anwendungsarchitektensicht einnimmt. Und vor dem Hintergrund möchte ich dann auch die Cloud-Provider und die Cloud-Anwendungsarchitektur nachher anschauen mit Ihnen. Jetzt hatte ich noch ein kleines Gedankenexperiment hier. Ich habe lange solche Anwendungen gebaut mit meinen Kunden zusammen. Ich war in der Beratung, bevor ich an die Fachhochschule gegangen bin, kundenspezifische Lösungen konzipiert und auch implementiert. Also ein Berater, der bleibt, bis die Lösung produktiv ist und nicht nach dem abgeschlossenen White Paper oder UML-Diagramm das Weite sucht und den Rest der nächsten Generation von Beratern oder Inhouse-Entwicklern überlässt. Über mehrere Jahre war ich mit dieser Anwendung beschäftigt, noch in Deutschland. Wir sind im Finanzbereich, das ist eine Enterprise-Anwendung, das Core Banking, eine ganz klassische Anwendung, also um die 4000 Core Banking Services, von Portfolioverwaltung über Banktransaktionen, einfach Überweisung tätigen, Kunden anlegen, solche Dinge, ja, also klassische Core Banking Operationen. Da haben wir natürlich hier den guten alten Mainframe, ja, und da wird immer noch in COBOL entwickelt, völlig in Ordnung, aus Sicht von IBM natürlich, weil man Lizenzen verkaufen kann, aber auch der Kunde, also diese Sparkassenorganisation ist da sehr zufrieden. Das Ganze ist multi-tenant-fähig. Über 230 kleinere Banken in der Schweiz, vergleichbar mit den Kantonalbanken, teilen sich da zwei Rechenzentren, die gleiche Software laufen lassen. Und mein Job war eigentlich hier eher in der mittleren Schicht, da moderne Frontends draufzusetzen, ja, über Java-Schnittstellen und sowas wie die Web-Services hier in dem klassischen Ausbau, aber auch RESTful oder auch Online-Banking, ja, im Browser dann hier, also Rich-Clients in verschiedenen Technologien und Web-Anwendungen, da eben zugreifen zu lassen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, kann man mit sowas in die Cloud, ja, oder ist das sogar schon eine Cloud? Ja, also da wieder die Awesome-Definition nehmen. Ja, und solche Fragen beschäftigen mich eigentlich. Und ich möchte eigentlich im Verlauf des Vortrages dann beantworten, ob das geht oder nicht, ja, ob man mit so einer Anwendung in die Cloud kann oder nicht. Vielleicht kennen einige die Antwort schon. Also, wenn ich mich denn entschieden habe, ist der nächste Schritt, das hatte ich schon gesagt, dann nach der Modularisierung hoffentlich, nach verschiedenen Prinzipien, weg vom Spaghetti, eben die Frage, welches Service-Modell benutze ich? Ja? Nutze ich einfach nur Infrastructure as a Service? Oder traue ich mich sogar, Platform as a Service zu nehmen? Ja? Ersetze ich meinen Application-Server, den wir da vorhin angedeutet hatten, WebSphere in dem Fall, durch etwas, was vom Cloud-Provider kommt? Ja? Oder geht die ganze Software in die Cloud? Und das soll so ein bisschen der Leitfaden sein. Und ein Beispiel, ja, jetzt hatte ich noch ein paar Use Cases hier aufgesammelt, nicht von mir, sondern vom Software Engineering Institute in den USA. Diese Liste, ja, da fehlt, gehen wir jetzt nicht alles durch. Wir hatten heute über den Tag schon einige Anwendungsszenarien und Use Cases gesehen. Das muss ich jetzt also nicht nochmal einzeln aufzählen. Was hier natürlich fehlt, oder was fehlt, ist Enterprise Application. Ja? Also mit meinem System, was ich da vorhin gezeigt habe, kann ich so ohne weiteres erstmal nicht, zumindest nicht in eine Public Cloud, ja, aus den verschiedensten Gründen. Einige haben wir schon gehört und einige werden wir noch hören. Also ist man vielleicht eher, wenn man als Startup unterwegs ist oder speziellere Benutzungsszenarien hat, ist man vielleicht eher in einer Position, damit mit der Anwendung in die Cloud zu gehen. Jetzt wollte ich kurz zu Risiken ein bisschen was sagen, auch nicht alle Bullets. Da der Slot 25 Minuten umfasst, ja, Datenschutz und das war ja, aus Schweizer Sicht natürlich viel gute Gründe gibt, Daten in der Schweiz zu lassen, das ist ganz klar. Ja. Ich wollte noch eine Frage stellen hier zu dem dritten Bullet, oder den dritten Bullet ansprechen. Da steht Legal Responsibilities, ja, Compliance und Service Level Agreements. Ja. Also wer ist denn schuld, wenn irgendwas schief geht? Ja. Wer muss nachweisen, dass was schief gegangen ist? Wie wird repariert? Ja, und so weiter. Ganz profane Frage. Ich habe vorhin mitbekommen, Amazon wird durchaus benutzt. Ja, Amazon Web Services. Wer hat irgendwas produktiv in Amazon Web Services? Ja, sehr schön. Worst case, es geht irgendwas schief, treffen Sie sich mit Amazon vor Gericht? Soll nie passieren, ja, ich wünsche Ihnen, dass das nie passiert, aber wenn? Ja? Irland? Bin ich zu einem anderen Schluss gekommen, wenn ich das SLA gelesen habe. Also in Irland wird gehostet, ja, wenn man, das Data Center ist in Irland, aber ich meine, im Standard SLA steht drin State of Washington, ja, und das ist nicht Washington DC, sondern das ist ganz weit weg von Europa, ja. Es mag sein, dass es je nach Produkt, nach Service, Cloud-Service, den Sie beziehen, Unterschiede gibt, aber mein Kenntnisstand ist, standardmäßig sind Sie erstmal im State of Washington. Ja? Da sind natürlich auch Data Center,
Das kann daran liegen, ja, da ist der Strom günstig, ja, da fließen große Flüsse lang, mag daran liegen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass da das Recht besonders providerfreundlich ist in dem US-Bundesstaat. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß aber aus meiner Beratungserfahrung hier in der Schweiz, dass für bestimmte geschäftliche Funktionen, so Legal-Abteilungen, da schon die roten Lampen angehen. Ja, allein nur, gar nicht, weil das vielleicht schlecht beschrieben ist, das Service Level Agreement oder die Vertragsgebung, die Vertragsgestaltung, sondern einfach, weil die sagen, es ist viel zu teuer, einen US-Anwalt, der sich mit dem Washington-Recht auskennt, hinzuzuziehen. Ja, no go. Also nur mal so zum nachdenklich machen. Ja. Zweiter Punkt, Service Level Agreements. Kommt hier. Machen wir es gleich, weil ich es gerade schon angesprochen habe. SLA Questions to Ask, auch ganz interessant, habe ich lange gesucht. Das mache ich auch mit meinen Studenten, ja, dass ich die Service Level Agreements mal lesen lasse. Ja. Und auch bestimmten Kriterien begutachten lassen und sagen, und kann man sich mit der Anwendung sich jetzt trauen oder nicht? Hier sind so ein paar Fragen verpackt. Ja? Also, was ist überhaupt der Cloud Service, der reguliert wird? Das ist hier unter SLO, heißt Service Level Objective. Ja? Also, was ist das Ziel? Das kann ein Verfügbarkeitsziel sein, ja? Sowas wie 99.95. Geht aber auch, wie wird überhaupt gemessen? Ja? Und was sind die Strafen? Und wer muss wem was nachweisen? Hatte ich eben schon gesagt. Ja? Und ganz interessant, ich habe viel gesucht. Ja? Es gibt das ein oder andere wissenschaftliche Papier dazu, ja, Artikel. Und dann habe ich erst gedacht, ja, Dimension Data, das muss eine Consulting-Firma sein. Ja? Die haben ein ganz schönes White Paper gemacht, in dem solche Fragen, die man den Cloud-Provider stellen soll, aufgelistet sind. Bei genauerem Hinschauen habe ich dann festgestellt, das ist ein Konkurrent von Amazon in den USA. Ja? Und die Fragen sind alle so formuliert, dass man, was das Amazon SLA angeht, ein bisschen nachdenklich wird. Ja? Aber trotzdem ganz schön gemacht. Ja? Also diese fünf Fragen, die da drin stehen, ich glaube fünf sind es. Schauen Sie sich es mal an. Ja? Wer an solchen Überlegungen gerade dran ist, ist ein unbequemes Thema, ich weiß. Service Level Agreements, ja, genauso unbequem wie Non-Functional Requirements zu erheben und einzuhalten. Aber man kommt nun mal bei, je nach Anwendungstyp natürlich, ja, vielleicht die Webseite vom Sportverein ist nicht ganz so kritisch wie mein Core-Banking, ja, aber je nach Anwendung muss ich da schon drauf achten, was ich mir da zumute, ja, ob das okay ist. Die gehen dann sogar so weit in dem White Paper zu sagen, die SLAs sind alle schwach, ja, keiner macht richtige Zusagen. Bei Amazon steht sowas drin wie will make every commercially reasonable effort. Ja, schön. Und wenn es nicht klappt, kriegt man im nächsten Monat zusätzliche Rechenzeit. Ja, das ist dann das Goodie. Also man kriegt mehr von dem, was nicht funktioniert hat. Schon recht. Ja. Also ich sage nicht, dass man das viel anders machen kann, man muss sich das nur bewusst machen. Ja. Dass man dann nicht, die SLAs im Outsourcing sehen anders aus, meiner Erfahrung nach. Ja. Also, okay, soll reichen zu dem Thema. Jetzt gehen wir nochmal auf die Kriterien, ja, ein paar habe ich jetzt schon angeleitet, das sind ein paar andere zum nervös machen, ja, also Gründe nicht in die Cloud zu gehen, es gibt natürlich auch jede Menge gute Gründe in die Cloud zu gehen und jetzt wollte ich noch ein paar Kriterien zeigen, also wenn man sich dann entschieden hat. Ja, natürlich wieder die Awesome-Kriterien, ja, also man kann sehr schön damit auch die Provider vergleichen, ja, so auf allen Ebenen, Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service, ja, und sich jeweils fragen, was ist denn jetzt die Ressource, um die es geht, ja, die da on-demand im Self-Service zur Verfügung gestellt wird. Bei IaaS ist das ziemlich einfach zu beantworten, ja, im Speichernetz und Rechenkraft. Bei Plattform und Software-as-a-Service ist schon schwieriger. Dann kann man das durchgehen. Ja. Und genau das habe ich in der studentischen Arbeit mal durchexerziert. Ja. Da haben wir einfach mal 10, 12 Anwendungen entwickelt zum Teil und zum Teil existierende deployed. Und dann geguckt, ja, was funktioniert und was nicht. Und daraus ist dieser Kriterienkatalog entstanden. Das ist jetzt leider nur ein Bullet pro Kriterium. Ja. Muss man jetzt ein bisschen weiterdenken, vielleicht in ein White Paper oder in ein Excel-Sheet, um dann eben Bewertungen da eintragen zu können. Ja, das ist so ein bisschen der erste Schritt, den wir da machen. Also die Kriterien, awesome, die Definition, ist noch nicht überraschend. Abrechnungsmodell und Service Level Agreements, das haben wir gerade ansatzweise besprochen. Physical Location of Data, keine Überraschung, ne? Da klang schon mehrfach an. Das mit der Rechtsprechung, das kleine Experiment habe ich gerade auch gemacht. Country Place of Jurisdiction. Und beim Platform as a Service noch wichtig, was sind für Versionen drin? Ja? Also bei Infrastructure habe ich sehr viel Kontrolle natürlich über die einzelnen Unix-Versionen, die ich deploye. Ja? Ich habe einen großen Katalog oft an ganzen Marktplätze mit AMIs, ja, mit Amazon Machine Images. Nach meiner Erfahrung bei diesen Platform as a Service Providern, ich sollte vielleicht gleich mal zwei nennen, die wir hier hauptsächlich verprobt haben, war es so, dass man doch recht wenig Kontrolle über die Middleware hatte, die da verbaut ist, ja, und die man dann eben benutzt, auf die man sich verlässt. Also, hauptsächlich experimentiert haben wir mit CloudBees, kennt das jemand? Der ein oder andere, so Java Pass Provider, Schweizer CTO, ja, ex JBoss, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Und der andere war Heroku. Jemand Heroku? Auch ein paar. Recht, der gelten so als Pionier, ja, in diesem PaaS-Bereich, haben mit Ruby mal angefangen. Das ist im Grunde genommen, sitzen auch auf Amazon als Infrastruktur, ja, aber machen da eine Schicht oben drüber und bieten da eben dann Plattform as a Service. Und dann kommt dann raus, dass man, da hat man zwar Java-Fähigkeiten, ja, und auch Java-Web, aber das ist dann eine bestimmte Tomcat-Version, ja, und es ist gar nicht so einfach, da irgendwas anderes reinzubringen, ja, außer man fällt wieder zurück auf Infrastructure as a Service. Also das ist damit gemeint. Da muss man schon genau gucken, ob man mit den Versionen klarkommt. Ja? Ob man vielleicht einen anderen Application-Server oder ein anderes Servlet-Engine als Tomcat haben möchte. Google App Engine fällt auch in die Ecke, haben wir auch ausprobiert. Und auch AppFog, also Google App Engine ist recht mächtig, ja, von den Features her. Viele proprietäre APIs von Google, dafür sind andere Java-APIs abgeschaltet, ja, funktionieren nicht. Und damit sind wir sofort wieder bei dem Thema Vendor-Login. Ja? Also sicherlich sehr, sehr leistungsfähig, aber kann eben nicht... unterstützt nicht alles, das macht es einem nicht unbedingt einfach, da wegzugehen. Ja? Wenn man einmal angefangen hat, klar, Gmail oder Kalender-API zu benutzen, ist nicht ganz so einfach, da wieder wegzukommen. Also das wären Kriterien. Dann haben wir noch geguckt, was ist mit Web-Applications, sind schön, sind wichtig. Aber kann man auch Batch laufen lassen, ja? Also sowas wie ein Standalone-Java mit einem Main. Was ist mit JEE, ja? Vielleicht auch nicht mehr ganz en vogue, ja? Aber es gibt eben noch viele, gerade im Enterprise, also im Business-Bereich, Unternehmensanwendungen, gibt es noch Java Enterprise Edition, ja? Servlet Engine, Enterprise Java Beans, solche Dinge, Message Driven Beans, findet man schon noch. Das können die wenigsten, ja. Also ich glaube, der Einzige, der das glaubwürdig behaupten kann zu können, ist im Moment das OpenShift, ja, von Red Hat. Ne? Logischerweise, ja, aufgrund der JBoss Connection. Also das wären mal so einige wichtige Punkte. Geht es noch ein bisschen weiter. Management haben heute einiges gehört. Ja, ich habe wieder zwei neue für die lange Liste an möglichen Automatisierungstools. Ja, ich hatte bis jetzt Puppet, Chef, Amazon hat CloudFormation. Ja, und heute habe ich, was hatten wir? CDist war eins und CloudForms, habe ich richtig gesagt. Wieder zwei mehr, mit denen man Management machen kann. Service Management, wollte ich das hier noch reinwerfen in die Diskussion. Kennt das schon jemand? Tosca, also Oasis mit vielen großen Herstellern. Amazon natürlich nicht und Microsoft auch nicht, aber sonst eigentlich sehr, sehr viele. HP ist dabei, glaube ich, SAP, IBM, diverse mehr. Versuchen sich auch gerade an einer Standardisierung von einem plattformübergreifenden, herstellerneutralen Cloud Deployment, Cloud Configuration Management erstmal. Ja? Also mit der Orchestration steckt ein Workflow, der dann sagt, jetzt machen wir erstmal die Unix-Maschine bitte, darauf kommt dann Tomcat, darauf kommt dann noch MySQL, ja? Und das wird dann so noch vernetzt mit kriegt die IP-Adresse oder die logische Adresse, sollte ich sagen, und redet dann mit der Nachbaranwendung auf die folgende Art und Weise. Ist noch nicht ganz fertig, ja, die arbeiten noch dran bei Oasis, gibt aber schon erste Implementierungen unter dem Namen OpenTosca, ja, soll dann irgendwann auch im normalen Eclipse-Release oder über den Eclipse-Marketplace zu bekommen sein. Ist noch nicht fertig. Also ein kleiner weiterer Kandidat fürs Cloud-Management. Für mich im Moment noch sehr unübersichtlich, der Markt da, ja, was Cloud Provisioning und Cloud Management Automation angeht. Die nächsten sind recht offensichtlich da, Dokumentation, Lifecycle Management, mache ich mal nicht im Einzelnen, operationales Modell, wäre eben, gab es auch Überraschungen, ja, vielleicht nur eine kleine Story, war ich doch recht überrascht, ich nenne ihn jetzt mal nicht, ja, ist einer von den PaaS-Providern, von denen ich schon erzählt habe, war ich doch recht überrascht, da kann man auch eine Datenbank sich geben lassen, ja. Eine MySQL-Datenbank, relational. Wenn man dann genau hinschaut, sieht man in der URI schon, dass das auch bei Amazon läuft. Ja? Ist einfach auf Amazon EC2 deployed. Soweit auch noch nicht schlimm. Ja? Ist also ein virtueller PaaS-Provider, der physisch das Amazon-Rechenzentrum benutzt. Vollkommen okay. Aber die Datenbank samt Port 3306, ja, MySQL, Default-Port, ist einfach offen im Internet erreichbar, defaultmäßig. Ja? Und das ist jetzt wenn man so an Mehrzonenmodelle denkt und Daten abschotten, ja, hinter mehreren Firewall-Ebenen, vielleicht auch nicht unbedingt der Stand der Technik, ja, im Bereich Runtime-Topologies. Ja. Dann auch sehr schön in dem Eclipse-SDK dazu, von dem Cloud-Provider, hatte ich hier oben, ja, also viele von den Cloud-Providern haben ihre eigenen Management-Tools, die zum Teil auch in Eclipse dann eingebettet sind, gibt es bei dem Provider, den ich gerade nicht nenne, das Feature Show Password von der Datenbank. Also man klickt auf die Datenbankinstanz und kriegt dann das Passwort im Klartext angezeigt. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt der allerletzte Stand der Technik im Bereich Security-Architekturen. Okay, soll reichen. Zum Thema Management und Standardisierung an der Stelle.
Und dann habe ich noch ein paar mehr gelistet, von denen wir aber vorhin schon oder im Verlauf des Tages schon gehört haben. Ja, die unteren zwei lasse ich im Interesse der fortgeschrittenen Zeit mal weg. Es gibt einen größeren Report hier. Das Ganze, was ich hier bulletmäßig nur anreiße, gibt es als PDF. Diese studentische Arbeit, wer Interesse hat, darf mich gerne anmelden und dann schicke ich den Link auf diese PAS-Evaluation inklusive Kriterienkatalog. So, das war mein erster Teil. Jetzt komme ich zum zweiten Teil. Wenn ich mich dann entschieden habe, in die Cloud zu gehen, wie designe ich denn nun und wie programmiere ich? Da möchte ich ein Patternbuch anpreisen, das ich nicht selbst geschrieben habe. Also muss ich kein schlechtes Gewissen haben, dass ich Marketing mache. Ich habe mir 4, 5 Bücher angeschaut, die Cloud und Pattern im Titel haben. Und das war gibt noch ein paar mehr, denke ich mittlerweile. Das ist mein Favorit. Cloud Computing Patterns, gibt auch eine Webseite dazu. cloudcomputingpatterns.org. Warum gefällt mir das? Weil meiner Meinung nach die Abstraktionen gelungen sind, die Begriffe gelungen sind. Und wenn man mit sowas designt, ja, seine Anwendung erstmal so strukturiert, ich werde jetzt gleich 3, 4 Beispiele noch geben für diese Pattern, ist man zwar noch nicht auf der Code-Ebene interoperabel, ja, und hat noch den Vendor-Login da noch nicht vermieden, aber das Design steht immerhin schon mal und ist portabel, ja, und kann übertragen werden von einem Provider zum anderen. Also es ist nicht ganz so gut wie Interoperabilitätsstandards, aber ein herstellerunabhängiges Design ist auch schon mal viel wert. Ja. Und das funktioniert hier ganz schön mit dieser Pattern-Sprache. Ich denke, die Top-Level-Struktur hier von so einem PaaS-Provider in dem Fall ist, müssen wir nicht im Einzelnen jetzt anschauen. Ja. Das sind eben, hinter jedem Rechteck verbirgt sich jetzt ein Satz von Pattern. Es gibt welche für Management, da sehen wir nachher gleich noch eins. Eins habe ich da ausgewählt, dann auch für die Plattform selbst, aber auch für die Anwendungsarchitektur. Ja. Also die gehen so weit in dem Buch, die Anwendungsarchitektur auch ein bisschen zu strukturieren und zu normieren. Ja. Das sehen wir hier. Vorhin war von Haus- und Herdentieren die Rede, ja, jetzt sind es mal Presentation-Tiers und Business-Logic-Tiers und Data-Tier. Das ist so ein bisschen eine saubere Trennung jetzt, ja. Und wenn man ein bisschen genauer guckt, der Load-Balancer, der kommt eben vom Cloud-Provider, ja, hier vorne ist einfach HTTP-Ebene. Ja, dann ist hier so ein Elastic-Load-Balancer zwischengeschaltet, das ist genau das Autoscaling, ja, was man dann hoffentlich vom Cloud-Provider bekommt. Das abstrahiert also von dem, was Amazon da macht, was Azure da macht. Ja, und das, was wir programmieren wollen, ist eigentlich das hier. Ja. Also da haben wir jetzt eine User-Interface-Component, die ist hier stateless ausgelegt. Processing-Component, das wäre die Business-Logik, ja, also Algorithmen, Verarbeitung und Datenhaltung. Ja. Und ganz wichtig, zwischen den Architekturschichten hier ist immer eine Queue dazwischen geschaltet. Das ist eine Message-Queue, ja, Elastic-Queue genannt hier. Das kriegt man hoffentlich auch vom Cloud-Provider, ja, mindestens mal, wenn man Platform-as-a-Service macht. Bei Amazon wäre das SQS, Simple Queuing Service, natürlich auch proprietär von den APIs her. Andere Cloud-Provider sind da unterstützender Standards, was zumindest was das API angeht. Man findet auch viel, dass RabbitMQ verbaut. Ja. Vorhin war mal ZeroMQ angeklungen. Also klare Empfehlung hier architektonisch entkoppeln, ja, die Anwendung modular, die Anwendung strukturieren und zwischen den Schichten, zwischen größeren Funktionsblöcken nur über Messaging kommunizieren, ja, nicht über eigene proprietäre Protokolle. Ja. Oder sowas wie RMI im Java-Bereich, ja, also das skaliert nicht und macht einen wieder abhängig. Rechts sind jetzt sind Auszüge aus dieser Pattern-Webseite, ja, cloudcomputingpatterns.org, ist ein Blick wert. Ja. Und ich lasse dann als Übung meine Studenten existierende Anwendungen nachdokumentieren, ja, mit diesen Pattern, das funktioniert sehr schön. Und eine weitere Übung ist dann das Übersetzen von sowas hier auf beispielsweise Amazon, ja, die proprietären Features im Amazon Web Services. Ende meines, Watchdog kommt noch, dann bin ich am Ende des Pattern-Werbeblocks. Das musste ich schon alleine wegen des Icons bringen, ja, dieses Pattern hier. Also es ist so ein bisschen eine Management-Komponente, die man erwarten kann vom Cloud-Provider, ja, zum Teil, aber nur für die Dinge, die vom Cloud-Provider kommen. Also sowas wie Virtual Machine bei Infrastructure as a Service. Hier ist aber auch sowas dann drin wie zwischen den Komponenten ein Heartbeat, ja, dass man also die Komponenten, der Watchdog fragt die Komponenten, seid ihr da und tut ihr das Richtige, ja, seid ihr arbeitswillig? Die Queues beispielsweise oder auch die Servlets, ja, im Java Presentation Tier. Das ist ganz schön ausmodelliert hier, der Watchdog, ja, und zeigt auch nochmal, hat jetzt noch nicht gesagt, was mir an dieser Pattern-Sprache gefällt, im Unterschied zu einigen anderen Pattern-Büchern, die das Wort benutzen. Die sind sehr stark inspiriert hier von Hopi Wolf. Das sind die Messaging oder die Enterprise Integration Patterns, wer das kennt, ja, für Queuing. Und mit diesen Icon kann man eben sehr schön grafisch so Designs komponieren. Ja. Also zunächst mal in Visio oder PowerPoint oder dem LibreOffice dann.
aber hoffentlich in der Zukunft dann auch in entsprechenden Tools, die dann den proprietären, plattformspezifischen Code daraus dann generieren können. Ja, das ist für mich ein klares Argument pro patternorientiertes Design, dass ich mich eben löse von den spezifischen Features des einzelnen Cloud-Providers. Das war's zu den Pattern. Ich sehe noch keine gelbe Karte, also kann ich noch ein paar Minuten weitermachen. Dankeschön. Ideal Cloud Application Properties. Das wollte ich gerne noch bringen und dann ein Pattern nochmal bewerten. Und dann sind wir durch. Also Größenordnung 5 bis 7 Minuten noch, wenn das okay ist. Das ist auch von den Leuten, die das Patternbuch geschrieben haben. Ja, Ideal. Haben es ein bisschen sich wieder von diesem Awesome und anderen Akronymen inspirieren lassen. Ja, sollte gut aussprechbar sein. Also, ja, das I ist ein bisschen konstruiert. Ja, das hätte auch ein S sein können für State. Da geht es um State Management. Ja, also hier unterschieden in Session State. Das ist so ein klassisches Beispiel, ist immer Warenkorb. Ja, in einer Anwendung, in der ich über mehrere Arbeitsschritte Daten sammle, bis ich dann ernsthaft die Business-Logik aufrufen kann. Und Application State wäre das, was wirklich überlebt. Ja, also Bestellungen, abgearbeitete Bestellungen, mein Konto mit seinen Kontoständen, diese Dinge ist hier unterschieden. Und Sie sagen eigentlich, der Application State soll sofort in die Datenbank, ja, das ist mit Isolated State gemeint, und Session State möglichst auch in der Datenbank, ja, oder auf dem Client. Also eben nicht im Mid-Tier. Ja, kommt nachher nochmal ein Bild dazu. Ja. Also wenn Sie sich jetzt nur an der Stelle merken, State ist unheimlich wichtig, ja, und dicker, fetter State im Hauptspeicher kommt nicht so gut, ja, weil das Scale-Out behindert. Dann bin ich für das I hier mal zufrieden. Gehen wir mal zum D. Steht eigentlich für Decomposition noch mehr als für Distribution. Heißt einfach modular aufbauen die Anwendung. Ja. Schichtenorientiert, das haben wir eben gesehen. Ja. Das waren diese drei Tiers. Presentation, Business Logic und Data. Da hört es nicht auf. Ja. Man will dann auch noch eine Unterstruktur geben. Auch da findet man in den Pattern-Büchern ganz gute Anregungen, wie man seine Anwendung modular strukturieren kann. Im Rückblick in meinem Core-Banking-Beispiel, das ist da sehr gut erfüllt, ja, beides. Also so gesehen wäre meine Core-Banking-Anwendung sogar sehr cloudfähig. Die haben es eben sehr gut geschafft, ihre bankfachlichen Funktionen wirklich in so einem Baukastenprinzip da in COBOL-Komponenten, die dann von Remote angesprochen werden können, umzubauen, ja, ohne große Seiteneffekte. Und mit so einer Architektur, die man früher auf dem Mainframe viel gehabt hat, ja, dann in der Zeit der verteilten Objekte, die so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, ist man eigentlich jetzt wieder sehr, sehr en vogue, ja, und sehr cloudfähig. Also ein schlanker Mittier ist eigentlich die Aussage hier. Und sogar den Session State sofort dann in die Datenbank schreiben. Also Idee, jetzt kommt es eh, keine Überraschung, Elasticity, ja, Scale Up, Scale Out. Das kann ich unterstützen in meinem Anwendungsdesign, indem ich eben, wenn ich modular bin, ja, indem ich die einzeln hoch- und runterfahrbar mache. Ja. Also sowas wie, wenn ich eine Queue dazwischen habe in der Anwendungsdesign, nehmen wir sie gleich mal alle rein hier. Loose Coupling ist das Letzte. Ja. Damit ist eben Messaging gemeint. Ja. Das hatte ich in dem Architekturbild schon genannt. Wenn ich das beherzige, ja, kann ich sowas machen wie mehrere Anwendungskomponenten auf einen derselben Queue horchen lassen. Ja? Und wenn ich merke, dass die Queue langsam immer größer wird, ja, die Request-Queue, dann schalte ich einfach einen neuen Consumer dazu, ja, der auch mitarbeitet, der auch runternimmt. Geht natürlich nur, wenn mein Backend entsprechend ausgelegt ist. Ja? Also ein wichtiger Punkt an der Stelle, da habe ich jetzt keine Folie zu, ja, sollte man aber auch, ist auch nicht einfach rauszulesen bei den Cloud-Providern. Ja? Sowohl Azure, muss man ganz genau nachlesen, bei Amazon steht es irgendwo, man muss es auch lesen. Die meisten Queuing-Software, die man kennt, machen Guaranteed Delivery, ja, die liefern irgendwann aus und sie machen Exactly Once. Ja. Also jede Nachricht, die man auf eine Queue draufstellt, wird auch einmal irgendwohin ausgeliefert. Außer man möchte Kopierverhalten. Ja. Aber Exactly Once. Und bei vielen Cloud-Providern, das ist gut, ja, aus Sicht der Anwendungsprogrammierung, ist aber für den Cloud-Provider nicht so gut, weil er dann nämlich mitzählen muss, ja, ob er ausgeliefert hat. Also hat Amazon in dem Simple Queuing Service At least once. Ja, also, und at least once bedeutet, dass man, sagen Sie auch in der Architekturdokumentation, dass man den Empfänger dann idempotent auslegen muss. Ja, also der muss damit klarkommen, dass ein und dieselbe Nachricht mehrfach ankommt. Das ist okay, solange ich sowas mache wie Post auf eine Pinnwand in Facebook. Ja, dann wird überschrieben vielleicht, ja, oder steht im schlimmsten Fall sogar ein Post zweimal da. Ja, so what? Bei so einer Überweisung ist das weniger schön, ja, zumindest aus Sicht dessen, der das Geld wegschickt, ja, also da will man schon exactly once delivery. Also auch da muss man sehr genau hingucken, ja, selbst wenn man Messaging hat beim Cloud-Provider, muss man die Quality-of-Service-Eigenschaften eigentlich nachlesen und sein Anwendungsdesign entsprechend gestalten. Also ich hoffe, man merkt, dass man, auch wenn es vielleicht technisch geht,
dass man nicht jede existierende Anwendung, egal in welcher Sprache sie gemacht ist, einfach so in die Cloud deployen kann. Ja, da muss man schon ein bisschen genauer reinschauen, in diese, mindestens mal in diese Kriterien hier. Und eigentlich noch zwei, drei Schritte genauer, ja, um einmal überhaupt in der Cloud lauffähig zu sein und dann auch die Cloud-Eigenschaften ordentlich ausnutzen zu können. Ja. Also eben das E und das A, was ich jetzt hier nur ganz kurz angerissen habe, weil es in anderen Vorträgen eigentlich schon gut behandelt wurde heute über den Tag. Ein bisschen was fehlt ja bei dem Ideal, das kommt bei dem Herrn hier ein bisschen genauer raus, habe ich jetzt zitiert, aus dem empfehle ich gern, dieses White Paper. Amazon hat sehr schöne, nicht nur API-Programmierer-Dokumentation, geben auch schöne Ratschläge für Anwendungsentwicklung und Architektur. Ja, gerade das White Paper hier vom Herrn Varia, schon einige Jahre alt, aber hat nichts an Aktualität eingebüßt. Ja, da stehen solche, auch wieder einfacher gesagt als gemacht, Design for Failure and Nothing Will Fail. Stimmt aber, ja. Also er führt es ein bisschen aus, was dazugehört. Und das fehlt mir da so ein bisschen bei dem Ideal. Ja. Also das F, also Fault Tolerant Design, brauchst eigentlich auch noch. Und in parallelen Strukturen denken wäre auch noch wichtig. Ja. Das steht hier hinten dann noch. Die 12-Factor-App muss ich leider auslassen, zum Nachlesen. Das ist einer der Heroku-Gründer, hat aufgeschrieben, was er meint, was eine gute Anwendung ist und auch eine gute cloudfähige Anwendung. Ja, und nennt 12 Kriterien, die da rechts stehen, jeweils auf einer Webseite und nennt gleich auch Implementierungstechnologien. Ja, wer eine Cloud-Anwendung designt, man muss nicht allem zustimmen, was er da postuliert, die ist sehr stark aus der Ruby-Ecke geprägt, die Vorschläge, aber so als Checkliste und Anregung sehr geeignet. Ja, und durchaus auch überlappend mit dem, was wir jetzt schon besprochen haben, wenn wir hier in Concurrency und Processes gucken. Kriterium 6, 6 von 12 und 8 von 12. Mehr kann ich dazu in der Kürze der Zeit leider nicht sagen, außer auf jeden Fall mal googeln und lesen, wer Cloud-Anwendungen baut. Immer noch keine gelbe Karte? Dann kann ich doch noch das Session State Management zeigen. Mache ich es ganz kurz. Gerne, ja. Ich habe vorhin davon Abstraction erzählt. Ja, die Pattern sind nicht von mir. Das ist vielleicht ein kleiner Ausblick in meine Forschung, was ich so auch in Beratungsmandaten tue und in Publikationen tue. Ich bin einfach mal durch die gesamte Pattern-Literatur durchgegangen. Da bin dabei. Das Fowler-Buch habe ich schon durch. Das hier, Patterns of Enterprise Application Architecture. Habe jedes einzelne Pattern in dem Buch mal bewertet, ja, ob das für Cloud-Design geeignet ist oder nicht. Und das kann man so weiterziehen, ja, für jedes beliebige Design, für jedes beliebige Pattern in der Literatur. Jetzt nochmal ein ganz kurzes Beispiel. Ja. Client Session State, Server Session State, Database Session State lösen alle das gleiche Designproblem. Das sind einfach drei alternative Designs. Technisch geht das, wenn das zu abstrakt ist vom Pattern her, sind das eben Cookies. Hier oben, das wären Cookies oder URL Rewrite oder Hidden Field. Das hier wäre wirklich die HTTP-Session im JEE-API und das wäre eine eigene Datenbank, ja, in der die Session dann steht. Session-ID wird man immer zum Client bringen müssen, sieht man hier, ja, aber hier sind eben alle Daten, ja, die zum Client gehen. Und das habe ich jetzt ein paar Mal mit Cloud-Usern und auch anderen Subject-Matter-Experts besprochen, ja, und es gibt manchmal heiße Diskussionen, ja, aber gerade zu dem hier, ob Client-Session-State überhaupt eine gute Idee ist, dann kommt noch Rest rein hier, ja, in die Diskussion. Und wir haben uns aber geeinigt, dass eindeutig Server-Session-State nicht mehr en vogue ist. Ja, das ist mit Rest schon ein bisschen so. Ja, dass man versucht es eben runter zu pushen. Ja. Also sobald man irgendwas gelernt hat über den User und sein Surfverhalten oder seine Bestellungen, ab damit in die relationale oder in die NoSQL-Datenbank. Ja. Also klare Präferenz für dieses Pattern hier in einer Cloud-Umgebung. Ja, das habe ich für diverse Pattern durchgezogen. Kleiner Einblick in die Forschung. Mache ich jetzt nicht im Detail. Meine Architekturprinzipien werden Sie dann auch nachlesen müssen. Also alles, was wir jetzt bei dem Deployment gelernt haben, bei diesen Studienarbeiten und auch bei Folgearbeiten, ist in diese Bulletlisten reingeflossen. Ja. Also das überlappt zum Teil mit dem Ideal, zum Teil sind es eigene Sachen. Keine JNI-Calls, wenn wir jetzt in der Java-Welt sind, keine JNI-Calls bitte. Ja. Manche Algorithmen in der Standard-Java-Library benehmen sich sehr überraschend. Ja, die sind auf einmal unglaublich schlecht in der Performance, ja, und fressen unglaublich viel CPU, sowas wie Secure Random. Keine Adressen hardcodieren, HTTP oder Messaging, keine anderen Protokolle bitte. NoSQL hat eine Menge Overhead, was das Management angeht. Ja, da ist man noch nicht so weit wie die relationalen Sachen.
Und auch genau lesen, ja, kaum ein Cloud-Provider macht Backup für Sie, ja, auch Amazon nicht. Das muss man selbst implementieren. Und ja, damit möchte ich zum Ende kommen. Ein paar Schlussgedanken. Ich glaube, das Cloud wird bleiben, ja, auch wenn im Moment eine Kritik da ist. Es ist schon awesome, ja, dass dieses Mietmodell und diese Flexibilität und diese Skalierbarkeit. Patterns gibt es jetzt. Es gibt ein paar gute Bücher, ein paar weniger gute, meiner Meinung nach. Ja, ein gutes habe ich empfohlen. Und ja, wer Softwarearchitekt ist oder Softwarearchitektur als Spezialgebiet hat, der wird in nächster Zeit nicht arbeitslos werden. Denn Cloud-Design ist mindestens so anspruchsvoll wie Design für traditionelle Hosting-Umgebungen, wie wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle jetzt im Vortrag gemerkt haben. Damit will ich zum Ende kommen, damit doch noch Zeit für die eine oder andere Frage bleibt. Ich hoffe, es war interessant. Ein bisschen anderer Blickwinkel als die Infrastruktur-Thematik, die den Tag hauptsächlich beherrscht hat. Und stehe gerne noch für Fragen zur Verfügung, jetzt oder auch dann am Apero. Dankeschön. Wir machen noch eine Frage. Ist das okay? Können Sie noch etwas dazu sagen, wie Sie mit der Industrie zusammenarbeiten, gerade in diesem Cloud-Thema? Oder wie man also nicht, was, vielleicht was Sie machen und auch wie man vorgehen würde, wenn man mehr mit Ihnen zusammenarbeiten möchte. Mache ich jetzt ganz kurz, weil schon ein bisschen Unruhe da ist. Und den Rest können wir dann gerne beim Apero besprechen. Wir haben mehrere Modelle. Einmal gibt es natürlich diese KTI-Projekte. Dann gibt es direkte Dienstleistungsaufträge. Wir fangen üblicherweise an mit so einem, da steht Health-Check, ja, einfach mal ein bisschen diskutieren und in eine Anwendung, die schon da ist, reinschauen anhand dieser Checklisten. Kann also ganz schlank anfangen, ja, von einem halben Tag und, oder zwei Tages-Workshop und dann elastisch kann das dann nach oben skaliert werden. On demand im Self-Service.